Heute glauben Wissenschaftler, dass das Herz das zweite Gehirn ist. Es ist der Teil von ihnen, in dem all ihre Kreativität und ihre besten Ideen wohnen. Es ist die Quelle von Liebe und Romantik und der Kern ihres Seins. Das haben schon die alten Weisen über das Herz geglaubt. Und heute, durch die neuen wissenschaftlichen Möglichkeiten, haben wir herausgefunden, dass die alten Weisen recht hatten. Das Herz ist all das. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Herz bricht, zum Beispiel aufgrund einer Scheidung oder Beziehungsproblemen, oder wenn Sie misshandelt oder verletzt werden oder sehr stark trauern, es fühlt sich an, als würde das Herz brechen. Das ist eine körperliche Empfindung. Wenn Sie es schon einmal erlebt haben, wissen Sie, wovon ich spreche. Es kann sich so anfühlen, als säße ein Elefant auf Ihrer Brust. Als ob Sie ersticken, Sie bekommen keine Luft. In solchen Situationen passiert Folgendes. Ihr Herz, der empfindlichste Teil von Ihnen, der Kern Ihres Wesens, wird angegriffen.